Schalte die Zündung deines Autos aus und zieh die Handbremse an. Der Innenraumfilter befindet sich auf der Beifahrerseite unter dem Handschuhfach. Schraube mit einem Einsatzschraubenzieher und einem 25 mm Torx-Einsatz die Halteschraube an der unteren Armaturenbrettverkleidung ab. Nimm diese dann ab, indem du sie zur Fahrzeugfront hinziehst. Nun kannst du sehen, wo sich der Flansch des Pollenfilters und die beiden Schrauben befinden, die du entfernen musst, um zum Filter zu gelangen. Löse mit einem Einsatzschraubenzieher und einem 5,5 mm Einsatz die Halteschrauben. Nimm dann den Flansch heraus. Sobald er abgenommen wurde, hältst du den Pollenfilter fest und ziehst ihn zu dir hin, um ihn aus dem Filterfach herauszunehmen. Die Kabel, die den Ausgang versperren, musst du dabei etwas hochhalten. Nimm dir den neuen Filter zur Hand und vergleiche ihn mit dem alten, um sicherzustellen, dass sie identisch sind. Bevor du den Filter einbaust, ist es wichtig, die Verschmutzungen im Luftfiltergehäuse gut zu reinigen. Mach die Luftströmungspfeile ausfindig und setz den Filter so ein, dass sie in den Innenraum zeigen. Du kannst ihn ruhig ein bisschen falten, so kannst du ihn leichter einsetzen. Setz den Flansch wieder ein und schraube dann mit einem Einsatzschraubenzieher und einem 5,5 mm Einsatz die beiden Halteschrauben wieder an. Bring die Armaturenbrettverkleidung wieder an, indem du sie zuerst einklappst. Bring zum Schluss die Halteschraube wieder an. Und fertig!